Hallo, heute möchte ich euch von einem Langzeittest erzählen, den ich schon vor ein paar Wochen begonnen habe. Es geht um das Wichtigste, was wir haben, unsere Haut. Meine Meinung ist, dass wenn man Sonnenschutz ganz natürlich aufbauen kann, das heißt jeden Tag ein bisschen Sonne, bis man eine gewisse Bräunung hat, die von der Pigmentierung her den Körper oder die Haut schon selbst schützt, dann ist das das Beste. Natürlich haben Menschen, die im Büro sitzen und nur 2, 3 Wochen Urlaub im Jahr haben, diese Möglichkeit vielleicht nicht so, und aus diesem Grunde mache ich diesen Langzeittest. Ich sprühe meinen linken Arm, meinen Bauch und mein linkes Bein mit Sonnenschutzmitteln ein, und mein rechtes Bein und meinen rechten Arm lasse ich einfach so, weil ich denke, dass das mit dem natürlichen Schutz ausreicht. Was benutze ich? Ich benutze ganz normal von Aldi das Spray mit dem Lichtschutzfaktor 30, und man kann jetzt schon erkennen, nach ein paar Wochen Sonne ist die Haut deutlich gebräunt, und ich hatte jetzt auf meinem rechten Arm, der gar keinen Lichtschutzfaktor hatte, bis jetzt überhaupt keinen Sonnenbrand. Was man vielleicht erkennen oder nur erahnen kann, ist jetzt, der Arm mit dem Lichtschutzfaktor ist eher leicht gelblich in der Bräunung und der andere Arm hat ein bisschen mehr Rotpigment und ist auch minimal dunkler. Was uns nicht davon abhalten sollte, Sonnenschutzmittel zu benutzen, wenn wir nun mal ad hoc in die Sonne gehen, beziehungsweise Urlaub, jetzt ist Sonne, dann muss die Haut geschützt werden. Mein Test wird jetzt noch ein paar Monate weitergehen. Ich werde also weiterhin eine Seite sprühen, die andere nicht. Und damit die Haut natürlich auch so ein bisschen was hat an Schutz und Nährstoffen, benutze ich auf dem rechten Arm statt Sonnenschutzmittel ganz einfach Kokosöl. Wenn ihr das hier seht, sagt ihr, das ist doch kein Öl. Das nennt sich so. Also wenn ich das jetzt in der Sonne stehen lasse, dann wird das schnell zu Öl. Ab einer bestimmten Temperatur ist das dann fest und weiß. Damit ist jetzt nicht Palmin gemeint, sondern Kokosöl, wie man es zum Beispiel im Reformhaus kaufen kann. Im Gesicht benutze ich selbstverständlich weiterhin meine heißgeliebte Lancaster-Creme. Gerade hier so im Augenbereich ganz, ganz wichtig. Und nicht vergessen abzupudern, weil dann sieht das immer schöner aus, als wenn das wie Speckschwarte glänzt. Lancaster ist die einzige Firma, wo ich eine Augencreme mit Lichtschutzfaktor 50 gefunden habe, was ich schon sensationell finde. Trotzdem, Augencreme bzw. Augen- und Sonnencreme passt nie gut zueinander, deshalb schön einklopfen rings ums Auge und wie gesagt sofort abpudern, damit die Creme sich nicht verflüssigt durch die Körpertemperatur und dann ins Auge hineinkriechen kann. Dann solltet ihr gut geschützt sein. Nach ein paar Monaten werde ich dann nochmal die Ergebnisse zeigen. Wie sieht das aus mit der Seite mit dem Lichtschutzfaktor und die Seite ohne jeglichen Lichtschutzfaktor im Vergleich? Dann messen wir auch mal die Hautfeuchte. Ist es vielleicht auf der geschützten Seite etwas feuchter oder auf der anderen? Da bin ich selber gespannt und das werden wir sehen. Also bleibt dran, schützt eure Haut im Sommer. Noch besser, denke ich mal, wäre, jeden Tag so ein bisschen Sonne zu bekommen, um den eigenen Schutz durch das Melanin aufbauen zu können. Ganz wichtig auch zu wissen, in dem Moment, wenn man nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Lichtschutzfaktor 30 benutzt, kann der Körper schon kein Vitamin D mehr bilden. Also mal drüber nachdenken, eine gute Mischung von Sonnenschutzmittel oder auch von natürlich gebräunter Haut, so dass wir auf jeden Fall keinen Sonnenbrand bekommen. Bis dahin, bis bald, tschüss.